Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute gibt es auch wieder ein schön lustiges Video, glaube ich. Denn nämlich ganz süße liebe Grüße, Sprachfehler hier, ganz liebe Grüße in Richtung Dienstlagen oder direkt nach Dienstlagen. Kai, wir haben heute kein Problem. Gott sei Dank. Kai war heute da und hatte seinen Papa mitgebracht und hat seinen Gürtel abgeholt und der Papa hat einen alten Eignergürtel mitgebracht, sehr schöne Schnalle und er wurde auch schon mal, weil er schon irgendwie so 40 Jahre alt, wurde auch schon mal der Riemen erneuert, aber irgendwie meiner Meinung nach passt er auch gar nicht so richtig dazu und jetzt kriegt er auch wirklich einen passenden Gürtel, passendes Leder und auch in der richtigen Länge und ja, freue ich mich drauf und ich habe gedacht, ich nehme euch auf diese Reise mit und mache mal so ein paar Teile, aber ich schneide die einzelnen Teile so hintereinander weg, also ihr könnt die in einem abgucken und ja, habt ganz viel Spaß dabei und ich sage schon mal, bis gleich in Teil 2. Bis gleich, ciao. Ja, hier ist der Teil 2. Hoffe ich komme nicht durcheinander. Nein, gehe ich schon hin. Ich muss mal ein paar Gewichte holen. Wo habe ich denn meine Gewichte gelassen? Ja, irgendwo hier versteckt. Da sind die Gewichte. Dann als erstes schneiden wir mal den Riemen. Und auch durch Lagerungen verformen sich die Leder wieder. Wir rollen sie auf. Habt ihr bestimmt schon mal so im Hintergrund gesehen. Und wir wollen wirklich eine exakte Breite durchgängig haben. Und dann beschneide ich erstmal, mache ich erstmal einen Konturschnitt, einen sauberen Schnitt. Und dann messen wir die benötigte Breite. Messe ich immer hier an der Schnalle. Ziehe so ein bisschen ab, dass wir nicht ganz so stramm durch die Schnalle müssen und da sind wir bei, ja, meine Augen werden auch immer schlechter, 29 mm. Jetzt stelle ich immer die Gewichte hier vorsichtig wieder auf die Haut zurück, damit sich das nicht wieder verschiebt, damit hier vorne die Kante schön gerade bleibt, dass wir einen schönen maßhaltigen Riemen bekommen. Für mich immer, das muss wirklich sauber und maßhaltig sein. Deswegen auch immer mit der Schieblehre, weil da geht es wirklich um Millimeter. Auch nachher, wenn wir dann, wir haben für jede Breite haben wir Schablonen angefertigt, dass wir die Verstelllöcher einbringen. Und dann muss das exakt auf den Millimeter genau passen. So, jetzt schneide ich den Riemen zu. Jetzt zeige ich euch die Schnalle. Aber ich finde, auch vom Glanzgrad her passt jetzt das Leder mit der schönen Schnalle viel, viel besser zusammen als dieses ganz matte. Ja, das war schon Teil 2. Teil 3, wie gesagt, in Kürze, kommt jetzt also direkt hinten an, aber für mich wahrscheinlich erst morgen oder wann auch immer ich da weiterarbeite, weil wir arbeiten unsere Aufträge so nach und nach ab, aber das wird hier wieder so mit Filmprojekt. Schauen wir mal, wie wir hier weitermachen. Also in dem Sinne, bis gleich in Teil 3. Ne? Tschüss. Ja, weiter geht's mit Teil 3. Hier jetzt von der Werkbank. Das ist der Gürtel von dem Papa vom Kai. Und den werden wir jetzt erstmal zerlegen. Da trennen wir einfach hinten die Naht auf. Gut auf die Finger aufpassen. Finger brauchen wir noch ein bisschen.
gut vernäht hier. So. Aber Messer sind auch scharf, von daher hier mal ein bisschen Licht hier. So. Da ist die schöne alte Schließe von Aigner, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so genau, was das für ein Zeichen ist. Doch, müsste aber Aigner sein. So, der alte Riemen ist Geschichte. Ich gehe mal davon aus, dass wir den entsorgen dürfen. Und ja, der ist ja schon geschnitten. Wir passen auch die Spitze entsprechend der Form der Schnalle an. Also das machen wir auch rund. Und die bringen wir jetzt erstmal ein. Erstmal ein Hammer. Dann habe ich hier so Schlageisen. Die haben schon eine gute Form dafür. Und da brauche ich auf jeden Fall Licht, gerade beim schwarzen Riemen. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt haben wir die Spitze eingebracht. Jetzt müssen die Löcher eingebracht werden und für die Größe des Dornes würde ich sagen, dass wir ein 5 mm Loch dort einbringen. Da ich aber mit Schablonen arbeite, ist das relativ einfach, auch die Mitte zu treffen. Und wir haben festgelegt für seinen Umfang, für seinen Körperbau, dass das mittlere Loch, da, wo das Maß oder seine Wohlfühlenge auch reinkommt, bis der Spitze 16 cm beträgt. Das heißt, ich habe jetzt hier 16 cm mittleres Loch. Passt ganz genau. Dann habe ich hier so ein schönes Gewicht, damit auch nichts verrutschen kann, damit wir auch die Löcher hier 100% in der Mitte haben. Und die fixiere ich jetzt einfach und zeichne die Löcher nur mit dem Schlageisen vor. Jetzt kann man schön sehen, dass man die Löcher gut erkennen kann. Die werden wir aber jetzt auf der Drehspindel drüben sauber ausstechen. Und das zeige ich euch jetzt. So, wichtig ist immer viel Licht dabei. Jetzt kann ich gut sehen, wo wir vorgezeichnet haben. Und einmal drehen, dass alle Fasern abgeschnitten sind. Ja, und so sind alle Löcher sauber exakt eingebracht. Ja, auch bei den Vorderteilen wollen wir natürlich die gleiche Rundung einbringen wie an der Gürtelspitze. Und das machen wir genauso. Ich würde aber vorher die Stärke, weil die etwas zu dick ist als Vorderteil, weil wir es gar nicht auch so durch die Schnalle bekommen, dünnen wir erstmal aus. Und das zeige ich euch, wie ich das mache. Ja, ich sitze jetzt hier an unserer Schärfmaschine. Und hier machen wir die ganzen Ausdünnarbeiten und das zeige ich euch jetzt.
So, jetzt könnt ihr sehen, aus diesem dicken Stück ist, haben wir wirklich jetzt hier das halbiert praktisch. Und jetzt ist das viel flexibler, passt dann auch viel besser in der Gürtelschnalle. Und ja, das war das Schärfen. Ja, jetzt schön aufgeräumt hier. Jetzt geht's weiter. Jetzt entgraten wir die Kante, beziehungsweise entgrate ich die Kante, weil wir eine schöne runde Kante möchten. Einfach viel angenehmer anzufassen, sieht optisch deutlich besser aus als nur dieser gerade Schnitt. Und das zeige ich euch, wie das geht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wie ich so wirklich jetzt hier so einen ganzen Grat abschneide. Habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal in Videos gezeigt. Gehört auch so ein bisschen Übung dazu. Wichtig natürlich auch ein scharfes Werkzeug. Das machen wir von allen Seiten. So, das machen wir an dem Vorderteil genauso. So, entgratet ist jetzt alles. Hier kann man schön sehen, die ganzen Reste. Und jetzt geht es weiter in der Kantenbearbeitung und ich glaube, das machen wir in Teil 4. Also ihr könnt dranbleiben, bis gleich. Ja, weiter geht's im Video. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Teil das ist, aber ich nehme euch jetzt mal mit. Wir schauen der Inge mal über die Schultern. Die Inge näht nämlich jetzt gerade hier die Schnalle fest. Ja, du bist ja schon fast fertig. Aber sieht sehr, sehr gut aus. Mal gucken, ob man das. Ja. Ja, wir haben an dem Riemen schon die Kanten bearbeitet. Und ist eigentlich schon fast final fertig. Jetzt ist gerade die knifflige. Das knifflige Ende, weil wir am Ende noch mal doppelt schlaufen. Ja, der will jetzt auch gerade natürlich nicht. Ja, jetzt weil die Kamera an ist. Genau, da ist nämlich der Knoten. Okay. Ja. Rampendicht ist aufgebaut. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum wir jetzt hier volle Pulle die Scheinwerfer aufgebaut haben. Aber die Gürtel stehen hier natürlich immer hier 100% im Rampenlicht. Aber ich mache jetzt mal normales Licht an. Und ja, schön cool mit der Fernbedienung. Ja, der Gürtel ist fertig. Lieber Vater vom Kai. Und ich zeige ihn jetzt mal. Also. Aufgepasst, es geht los. Ja, war wieder eine coole Aktion. Ganz lieben Dank. Lieben Dank für den Auftrag. Ich packe den Gürtel jetzt noch ein. Rechnung kommt natürlich mit dem Paket. Muss ja sein. Und ja, Paketschein drauf. Und dann geht es dann auf die Reise. Und ja, können sich schon mal freuen, ein Paket auszupacken. Ich hoffe, alles zu Ihrer Zufriedenheit. Und über ein kleines Feedback würde ich mich freuen. Ja, in dem Sinne, machen Sie es gut.
Ich hoffe, bis bald und bleiben Sie gesund. Bis dann. Ciao.